Ne, da merkt man es wieder, der Schaden, den Sid jetzt merkt, der kommt alleine davon, dass ich Traurigkeit entfernt habe bei ihm. Also man merkt sowas schon. Ach ja, was ich noch gar nicht erzählt habe. Es ist übrigens auch möglich, es gibt ja Heilmittel gegen Trauer und Zorn. Das Hyper gegen Traurigkeit und das Beruhigungsmittel gegen Zorn. Wenn man jetzt einen normalen Charakter hat und dem ein Beruhigungsmittel gibt, kann man dadurch Traurigkeit hervorrufen gezielt. Das heißt, wenn man jetzt merkt, okay, meine Limits sind meinetwegen gut entwickelt, was jetzt bei mir leider nicht der Fall ist, und ich will unbedingt hier gescheit überleben können, dann könnte ich einfach allen Charakteren Trauer geben und auf die Weise meinen reinkommenden Schaden reduzieren. Oder eben andersrum, ein Charakter, der leveln soll, der Limits leveln soll, speziell auf Zorn bringen. Das könnte ich natürlich auch. Aqualung, oh. Man kann den also tatsächlich noch irgendwo herkriegen, wenn man diesen Bomb nicht kriegt. Autsch! Tschüss, Yappi. Ja, dummerweise war Yappi. Was geht denn jetzt mit dem ab? Das war jetzt nicht ganz so lustig. Wenn er jetzt nicht verreckt, habe ich ein Problem. Ich hatte nämlich nicht gespeichert. Also ich meine, wann hätte ich denn? Oh mein Gott. Das war aber auch nur ein ganz kleines bisschen lucky. Oh mein Gott. Und dann lohnt sich der Scheiß nicht mal. Ich glaub's nicht. Gut. Keinen Schritt machen. Keinen Schritt. Ich will hier weg. Ich will hier ganz dringend weg, wenn ich ehrlich bin. Und ich habe Yappis Lebenszauber deswegen nicht benutzt, weil ich den vielleicht, weil ich die MP sparen wollte. Also, ich will jetzt zum Speicherpunkt. Zum Speicherpunkt. Ohne weitere Zwischenkämpfe. Was seid ihr denn? Pudler. Aber ihr seht so ein bisschen harmloser aus. Eher so wie die Beinpeitschen. Ihr seid auch ein bisschen harmloser. Ich glaube, ich traue mich nach vorne. Einfach damit es schneller geht. Ja schon, vielleicht kommt jetzt wieder so ein Mörderangriff. Alles, und dann geht alles kaputt. Nur weil ich mich nach vorne getraut habe. Aber gut. Das Risiko gehe ich ein. Ach, die sind ja harmlos. Die sind ja wirklich angenehm. So. Also mit den Kämpfen hier, ich wusste nicht, dass die so schlechte Erfahrungen geben. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hätte gedacht, die geben besser. Danke. Oh, Zelt? Jetzt ist meine MP auch wieder ordentlich. Puh, erleichtert. Speichern, weil ich meine, wir haben ja schon einiges gekriegt. Ich meine immer noch, dass ich eine Kiste übersehen habe. Bestimmt so eine ganz fies versteckt. Ja. Was habe ich gesagt? Conformer. Das ist das Teil. Das ist Yuppies ultimative Waffe. Was für Substanzen sind da momentan drin? Tod, Zusatzeffekt, Heilung, alle, Morph, Eis. Kann ich machen. Bei denen ist es eigentlich nur um das alle schade. Alle anderen Substanzen sind verkraftbar. Die beiden brauche ich auch nicht mal mehr, nicht mehr mehr von. Gut. So, damit hat Yappi ihre ultimative Waffe. Das sollte die Kämpfe rapid vereinfachen. Weil ihr Schaden jetzt ziemlich hochgegangen sein wird. Und nein, dass diese Waffe hier liegt, habe ich nicht nachgesehen. Das wusste ich noch aus dem Kopf. Ich wusste noch, dass die hier ist, weil das nämlich der Grund ist, warum ich hier immer rein will. Sofern ich Yappi im Team habe. Jetzt habe ich Schluck auf, klasse.
Mal schauen, ob wir hier in der Nähe des Speicherpunkts noch einen Kampf erwischen, damit ich euch mal zeigen kann, was Yuffies Angriff jetzt anrichtet und diesen Trick mit dem Morph. Ihr habt ja gesehen, wie schwach Morph eigentlich ist. Na oh, komm schon. Das kann doch nicht euer Ernst sein. Mensch. So schwer kann das doch nicht sein. Geht doch. Vielleicht, es gibt vielleicht... Ich meine, es gibt im Rang Kämpfer. Egal. Ja, perfekt. Ein nicht ganz so brutaler Gegner. Oh. Und du brauchst ihn. Muss ich nicht zu sagen, ne? Das ist ihre normale Angriffsstärke, ne? Also wenn das reduziert wäre, wäre das auch noch ein bisschen asozial. Und unter anderem wegen Yaffi wollte ich auch unbedingt einen Zusatzschlag, denn jetzt könnt ihr euch natürlich vorstellen, dass ich jetzt mit ihr standardmäßig mit Morph angreife. Weil ja immer die Chance besteht, den Gegner zu morphen zu Sachen wie Kraft. Ja? So, damit hätte ich gleich noch alles gezeigt, was ich hier zeigen wollte. Gegenangriffsstufe plus. Richtig. Und jetzt kann ich zum Beispiel, um ihren Schaden zu erhöhen, wenn ich es risikoreich mag, kann ich ihr jetzt da natürlich einen Zusatzschlag reintun. Ne? Hier zum Morph. Dann würde sie morphen und einmal hinterher schlagen, sollte der Gegner überlebt haben. Es kann natürlich sein, dass er dann an diesem Schlag verreckt. Das kann natürlich sein. Aber, es ist eine Option. Jedenfalls ist das der Grund, warum man hier unten wirklich gut levelt, nämlich wenn man es schafft, die Gegner hier unten zuverlässig zu morphen. Also sie zuverlässig zu besiegen, längerfristig zu bekämpfen und zu morphen. Dann ist es auch, dann ist es auch lohnend. Aber ich stelle fest, dass das für mich noch ein bisschen weit weg ist, weil, meine HP einfach nicht ausreicht. Deshalb eier ich jetzt hier über den Ozean. Ich eier über den Ozean, ganz einfach, weil unter Wasser kann mich dieser Weapon erwischen, oberhalb des Wassers nicht. Das Einzige, was oberhalb des Wassers passiert kann, ist, dass ich plötzlich ein unsichtbares Hindernis sehe, wo ich automatisch drumherum rutsche. Dann weiß ich, an der Stelle ist Weapon gerade. Ich kann nämlich nicht genau über Weapon schweben, nur dicht neben ihm. Was ehrlich gesagt keinen Unterschied macht, aber das System erlaubt es halt nicht. So. Zwei ultimative Waffen, Cloud seine kann ich noch nicht kriegen. Und das Highwind-Item, das war übrigens das ultimatives Limit. Nur zur Info. Kosmogedächtnis? Sollte ich das nicht? Ach, egal. Ist mir egal. Ich tapp total im Dunkeln. Habe ich nicht ganz kapiert, aber... So. Jetzt will ich mal kurz Nanaki zurückholen. Weil ich meine, der hätte schon alle Limits, die er braucht. Na, nee, eins fehlt ihm. Okay. Dann hätte ich ihm das Kosmogedächtnis schon geben können, aber wenn das nicht so der Fall ist, mache ich das später. So. Jetzt dürft ihr euch auch wieder nach vorn trauen. Nee, jetzt sind wir wieder in den Story-Gefilden. Jetzt ist alles wieder leicht und schön. So. Also. Was wollten wir machen? Stadt. Stadt altes Volk, genau. Und praktischerweise können wir natürlich bei der Stadt des alten Volkes nicht landen. Hier drin können wir nicht landen, soweit ich das weiß. Doch, können wir! Oh mein Gott. Seht ihr, so eingerostet ist mein Gedächtnis. Jetzt können wir nochmal diesen tollen Ort besuchen mit der tollen Musik und der schweren Stimmung.
Denn Bubenhagen will sich ansehen, was ist hier Eris Plan gewesen. Moment kurz bitte. Gut, wieder da, Entschuldigung, Telefon. So. Was tue ich hier eigentlich? Wir wollen natürlich nicht da unten hin, denn ohne Eris funktioniert diese Brücke nicht. Das haben wir ja schon festgestellt. Die Brücke war nur da, als Eris unten war. Wie auch immer sie da hingekommen ist. So, und dann geht's los. So, das ist... Ja. Ja, genau. Wenn du in ganzen Sätzen sprechen würdest, würden wir es vielleicht sogar verstehen, Boom haben. Findest du was? Warte noch einen Moment. Okay. Das Wissen des alten Volkes, das liegt hier so richtig in der Luft. Das will mir was sagen. Der Planet befindet sich in einer Krise. Eine Krise, die weder durch die Menschen noch durch die Zeit überwunden werden kann. Da steht, wenn die Zeit reif ist, müssen wir nach Heilig suchen. Heilig? Heilig. Die ultimative weiße Magie. Magie, die es vielleicht mit Meteor aufnehmen kann. Vielleicht unsere letzte Chance, den Planeten zu retten. Denn eine Seele, die heilig sucht,